Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Telling Lies. Wie ihr hier schon am Menüscreen seht, das ist hier so ein bisschen simpel gehalten. Für diejenigen, die Telling Lies nicht gehört haben, also von ihm gehört haben oder es nicht kennen, das ist das neueste, es ist schon ein bisschen her, aber es ist das neueste Spiel von Sam Barlow, wo ich damals Her Story gespielt habe. Ihr erinnert euch dieses Detective-Spiel, wo man Videoclips von dieser Frau angeschaut hat. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los und ich bin gespannt, was das diesmal gibt, dieses Detective-Spiel. Es soll jetzt angeblich nicht nur eine Person sein, von der wir Videos anschauen, aber wir schauen uns dennoch Real-Life-Videos an und müssen irgendwie einen Kriminalfall lösen. Schauen wir einfach mal. Annapurna Interactive. Telling Lies. Okay, wir können jetzt offenbar einen Datenbankserver, der Retina heißt, kontrollieren. Es ist Sonntag, 12 Uhr vormittags. Also müsste sein mitternachts, wenn das AM sein sollte. Gut, und wir sind auf einem Laptop. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Können wir das hier zumachen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn das schon hier eingegeben wurde, suchen wir hier einfach mal nach. Ich finde übrigens heftig, dass wir sind also offenbar eine Frau. Wir waren auch in Teil 1 eine Frau. Also Teil 1 in Her Story, sage ich mal, eine Frau. Aber finde ich cool, dass wir da jetzt hier unser Gesicht so leicht in der Spiegelung sehen. Gut. Das hier sind verschiedene Videos. Datumsmäßig gestaffelt, datums- und uhrzeitmäßig, wie auch schon in Her Story. Wobei, warum ist 10 AM vor 7 PM? Das ergibt nicht so wirklich einen Sinn. Egal, schauen wir es uns einfach mal an. Auf 34 Treffer, Ergebnis auf 5 eingeschränkt. Das ist genau wie auf hier in Her Story. Da gab es auch viele Treffer, aber man hat immer nur die ersten chronologisch 5 gesehen. Schauen wir uns mal das hier. Oh, wir können jetzt hier auch. Oh, wir können jetzt hier so durchskippen. Okay, wir sehen hier. Wann? Was hat es mit diesem 4. Ach, das ist wahrscheinlich die Länge der Clips oder was? Angesehen, Lesezeichen, Treffer. Ah ne, das hier sind die Clips. Das hier ist dann irgendwas an. Oh, Moment. Moment. Kurz mal X'en. Ich wollte das gar noch nicht anstarten. Hier sind nämlich jetzt zwei. Hier waren noch gerade zwei Treffer. Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an. Okay, das war relativ gut und irgendwie uninteressant. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Diese Zahlen hier, so 421 für 25. Was ist das? Das ist genau dasselbe. Okay. Hilft mir irgendwie nicht viel weiter. Love you. Ist das hier, das ist dasselbe Datum und
Das ist aber unterschiedliche Zeiten. Oh, Moment. Aber dadurch, dass das ja Internetvideos sind, also so Skype oder was, hier bei PM und 4... Oh, nee, aber das kann nicht sein. Wobei doch, es könnte sein, weil das hier ist um 10.06 und das hier ist um 7.06, dass sie einfach in einer Zeitzone 3 Stunden früher ist und die miteinander geredet haben. Könnte sein. Nur ich verstehe halt noch nicht, was diese Zahlen hier bedeuten. I don't get it. Ach! Wahrscheinlich ist der, weil das hier sind ja nur Clip-Ausschnitte, wahrscheinlich ist der ganze Clip so lang oder so lang und der ganze Clip ist so lang und das hier ist bei Minute, also der ganze Clip ist 4 Minuten 25 lang und wir starten hier bei Minute 4:21. Das ergibt Sinn. Das heißt, jetzt schauen wir uns bei einem 7-Minuten-Clip an, was bin bei Minute 3:1. Das heißt, circa bei der Hälfte. I love complicated men. So, what is on the menu? A toka. Well, I can look at both. So, what made you pick me? You like your girls a little gothic. Snow White evokes something a little dark. It is shorthand for asphyxiation or sleep fantasy. You know, I have a kinky side. Don't you? What do you do, Prince Charming? Short for work? You have serious eyes, but I see something a little wild inside. Well, no one is listening. Tell me. Really? Well, how do I know you are telling the truth? They're always honest with sex workers, even in real life. They save their lives for the people that matter, their wives, their bosses. You are married. You know, there are other things we can talk about that you wouldn't say to your wife. Your session is almost over and we haven't even fooled around yet. You like to fool around? Okay, you are the boss. Will you come back some other time? I like you.
Goodbye, my prince. Okay, also ich glaube, wir schauen uns ab dieser Stelle das ganze Video an. Was ist denn hier das Fragezeichen eigentlich? Videowiedergabe in Retina. Klicke auf den Bildschirm und ziehe, um mit verschiedenen Geschwindigkeiten vor und zurück zu spulen. Klicke auf Untertitel und ziehe, um Wörter und Sätze für einen schnellen Suchvorgang auszuwählen. Ja, wo kann ich auf Untertitel klicken? Was nicht Lesezeichen hinzufügen. Meine eine Frage, kann ich, wenn ich... Okay, ich kann, wenn ich Escape drücke, auch irgendwo in der Mitte pausieren. Ah, und jetzt kann ich mit Klicken pausieren und jetzt Männer zum Beispiel. Komplizierte Mensa, blub, blub. Hier, ich würde gerne Dornröschen dann suchen, aber wir sollten uns erstmal die Sachen von, die wir jetzt hier schon haben, nochmal mit Liebe neu anschauen. Weil wir haben uns jetzt, glaube ich, gerade von Minute 3.1 bis Minute 7 angeschaut. Und jetzt schauen wir uns quasi von Minute 2.24 bis Minute 3.43 an. Habe ich jetzt hier ernsthaft zwei Lesezeichen? Kann ich die wieder löschen? Das war dumm, dein Lesezeichen gemacht zu haben. To my honey, our crew loves tune. Honeymoon keeps a shining in June. Your silvery beams will bring love's dreams. We'll be cuddling soon by the silvery moon. Funny. I only sing when I'm in the dark or in the bath. All right. Maybe. Okay, das hier will ich mir gerne markieren. So, hier, nämlich... I only sing when I'm in the... Das könnte noch im Dunkeln oder im Bad. Das könnte vielleicht sogar noch wichtig sein. Schauen wir mal. Okay, noch weiß ich ja noch gar nicht, worum es geht. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal. Ich finde es auch interessant, dass wir jetzt ein externes Laufwerk angeschlossen haben. Doc-PDF. Wir werden uns das dann gleich auch anschauen. Nochmal zum Ende dieses Parts. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns das an. Okay, hier sind zwei Treffer in... Oh, Moment. In dem einen Video sind zwei Treffer. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold. Ich muss hier mal ganz kurz pausieren, ganz einfach um eventuellen Copyright-Claims, weil ich weiß nicht, ob das hier... Ich schätze mal, wenn das Lieder sind mit Gesang, wird es sonst vielleicht Copyright-Probleme geben, deswegen... Ja. Okay, da gebe ich mal ein Lesezeichen hin. Weil da könnte rechts irgendwas gewesen sein. Fever isn't such a new thing. Fever.
Bist du da hinten? Das würde ich gerne nochmal sehen. Was ist das denn? Gefühlt, es hat einfach mal meine Attention geklaut. Und vor allen Dingen, ich muss einfach mal pausieren wegen der Musik. Gott, ich hasse es, wenn Spiele Musik einfügen. Also Lieder, nicht Musik an sich. Ich kann mir übrigens nicht helfen. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas Schlimmes wird gleich passieren. Captain Smith and Pocahontas, well, you know they had a very, very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, oh, daddy, no, don't you dare, he gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, oh, I'm his missus. Oh, daddy, won't you treat him right? Well, that was special. Irgendwas wird gleich passieren und ich scheiß mich jetzt schon an. Ich frage mich auch. Ich glaube, ich werde es managen. Ja, danke. No, stay and be with me. It's nice to have you here. Watch me sleep. Wer ist die Person mit den Videos? Frage ich mich gerade. Oder für wen? Good night, David. David. Moment. Good night, David. David, okay, das ist vielleicht wichtig. Es geht noch ein bisschen. Oh nein. It's still there? Shh. It's just nice to know that someone's there. Da waren gerade Schritte. Jetzt passiert irgendwas. Mir stellt jetzt schon die Gänsehaut auf, obwohl noch nichts passiert ist. Aber da waren Schritte in meinem rechten Ohr. Ich werde nicht vorspulen, garantiert nicht. Weil dann schrecke ich mich noch mehr. Oh shit. Okay, nee, das war's. Also okay. David ist vielleicht interessant. Romeo, love Julie. Ach so, das. Oh nee, diese Treffer sind nur, wie häufig diese.
wie häufig hier das Ding war. Lesezeichen kann ich hier mir anschauen. Okay, das hier war das, was ich aus Versehen... Da kann ich das eigentlich dann löschen? Ja, okay, das war nämlich aus Versehen. Was war das? I only sing when I'm in the dark or in the bath. Okay, das hier könnte ich vielleicht besser Lesezeichen. Dann das Lesezeichen hier. Ich singe nur in der Dunkelheit oder im Bad. Okay, das hier. Gute Nacht, David. Das werde ich einfach mal bezeichnen. Verlauf. Gesucht nach Liebe angesehen. Okay, ja gut, das wird jetzt nicht so wichtig sein. Gut, dann haben wir jetzt hier die beiden. Sonst... Ja, das heißt, wir müssen jetzt auch schon was Neues suchen. Datenbankenname... Retna... Vendor Capture. Okay, Genehmigungscode... Status Offline Cache... Aufzeichnungen abgerufen 5. Okay... Ich schließe das mal. Oh, ist das das? Das ist das. Was ist das? Oh. Voila, hier sind deine partiellen Retina-Daten, bevor sie alles zensiert haben. Das ist es, was dein Genehmigungscode ausgespuckt hat. Ich weiß nicht, ob du hiermit zufrieden bist, da einige Teile wahrscheinlich schon mit den anderen Codes abgetrennt wurden. Der Zeitraum, den du wolltest, scheint aber enthalten zu sein und ich erkenne zwei der Gesichter. Jetzt verstehe ich, warum du dieses Zeug in die Finger kriegen wolltest. Wenn du den Uploader benutzt, wird die Festplatte gelöscht. Also mach das bitte, bevor sie dich in Gewahrsam nehmen. Was sie auf jeden Fall tun werden, das ist dir klar, oder? Wenn du den Uploader benutzt. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich machen sollen, oder egal. Weil vielleicht sehen wir hier irgendwann in unserer Spiegelung, dass andere Leute auf einmal hinter uns stehen und dann müssen wir das machen. Es würde außerdem nicht schaden, die Hardware zu verbrennen, zu sprengen, zu pulverisieren. Ja, das würde ich gern machen. Das hört sich nach Fun an. Okay, und irgendwelche komischen Strings. Retina Doc. Webcam. Retina ist ein Berichterstattungstool der NSA für Datenabgleich und Organisation von Videos und Metadaten. Zusammenarbeiten mit Geheimdienst. Sicherzustellen, Einschränkungen, Richtlinien, wenn die Daten in größeren Mengen stattfindet, kann aus Datenschutzgründen... Okay, Metadaten übereinstimmen, suchen können nach dem Ausmaß der Ermittlungen eingeschränkt sein. Grundlegende Nutzung von Retina. Suchbegriffe. Anfragelogik ist zu beachten. Spezifisches Suchtool und... Ja, ich glaube, wenn man Hörstory gespielt hat, ist einem das eh relativ klar. Auf die Anfrage vergisst die Flugtickets nicht, nur Aufzeichnungen aus, in denen diese exakten Worte in genau dieser Reihenfolge. Ja, okay, das war schon klar. Sie gibt keine Auszeichnungen aus, in denen vergisst die Tickets nicht, vergiss nicht die Flugtickets mitzunehmen gesprochen wird. Okay, und längere Anfragen sind wichtig für genauere Sachen. Genau, Anzeigen und Aufzeichnungen. Einzelklick oder Tippen pausiert das Video, erhöht die Geschwindigkeit, das haben wir schon rausgefunden. Hinweise zur Intaktheit. Oh Moment, die meisten Aufzeichnungen wurden entweder während der Übertragung aus dem US-basierten Datenverkehr, Internetverkehr abgefunden oder an der Quelle, wobei die Information dann von einem NSA-Provider Keystore-Programm stammt, bla bla bla. Okay, ich glaube, es ist nicht so fällig. Oftmals eine Seite... Der Unterhaltung in Fällen Mitgliedern, die keine gültigen Ziele sind, werden die Analyten angehalten, ausschließlich vom Ziel. Okay. Clip Tool. Retina Generation. Lesezeichen. Ermittlungen. Ja, okay. Klicken von mehreren Wörtern. Steno-Text auf dem Bildschirm auswählen. Direkt als Anfrage für eine neue Retina-Suche. Ja, okay. Organisation in den Lesezeichen. Verlauf. Ja, okay. Das ist eh klar. Das ist jetzt nicht so schwer. Was ist das hier? Das ist auch dasselbe.
Also das ist wurscht, ob wir Datenbankserver oder das hier nehmen. Willkommen bei Castle. Castle OS ist ein Open Source Betriebssystem. Okay. Okay, über. Okay. Sorgsam konfiguriert. Nicht auf die Festplatten des Computers zuzugreifen, selbst wenn diese über nutzbare Speicher verfügen. Okay. Okay. Was ist das? Ach, Lautstärke und so. Und oh, hier kann ich die Option quasi. Geil, und wir können sogar Solitär spielen. Ich bin kein Freund von Solitär, also von daher no. Was ist das hier? Simple Memo. Oh, hier kann ich mir einfach Notizen schreiben. Das lasse ich einfach mal hier so am Rand offen, falls ich mir irgendwas anschauen möchte. Gut, dann würde ich sagen, haben wir David. David. Ich hoffe, ich muss das nicht groß schreiben. Gibt es dafür einen Unterschied? 60 Treffer. Gibt es davon einen Unterschied, wenn ich das groß schreibe? Nö, ich glaube, das ist genau dasselbe. Gut, dann schauen wir mal. Aber wichtig ist mal David. David, Freundin. Beziehungsweise David und David. Also, ich denke mal, dass die Konversation werden ja immer die Person vor und die Person hinter der Kamera mehr oder weniger beinhalten. Und das wäre mal gut zu wissen. David und Davids Freundin. Okay, was ist das? Okay. I am David Jones. I'm 28, which is pushing it. But beards and t-shirts are a good look on me. I grew up in Detroit, but I moved out when my parents died and bummed around a bit. Grew up fast, had fun, and ended up in LA where I sold t-shirts on a boardwalk in Venice. And without meaning to, I became a producer at a video company making schlocky movies, but I made a decent earning. And last year, a good friend of mine died from an accident. And I decided that I was going to start taking things a little more seriously. I decided that I wanted to help make the world a better place. So I moved back here to Ann Arbor to reconnect with a younger, more pure version of myself and also get away from all the bad influences. Moment, hier Ann Arbor, das wäre vielleicht interessant. So I moved back here to Ann Arbor to reconnect with a younger, more pure version of myself and also get away from all the bad influences who had my number in California. I think to not be directly engaged in fighting for environmental causes today is a kind of moral cowardice. I mean, it's easy to forget that the rest of the world exists when you're in LA, but out here, you can reach out and you can touch it. I've only ever been in love once. It was with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. And I guess I still carry a torch for it, which makes me an incurable romantic or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. I like girls with nice smiles. Nice smiles. Well, the psych profile says so. Mm-hmm. Yeah, like horoscopes are never wrong. Redet er da gerade mit der, die wir gerade gesehen haben, mit dem Striptease? Also ist er der David oder nicht? I am going to decorate an apartment. Strange.
Okay, David, ich schreibe hier mal, ich weiß nicht, den bezeichne ich mal so vom Aussehen auch so ein bisschen als Öko-David. Ich weiß noch nicht, ob David und Davids Freundin Öko-David sind, aber naja. Alright. Das ist aber, glaube ich, eher auch eher hier. Wobei, so vom hier Lesezeichen, das hier. Denn das hier so vom Datum. Doch das hier ist Back das. here to Ann Arbor. Nein! Nein! Das hier ist das früheste Video und diese nachher, wo sie sich vielleicht schon ein bisschen besser kennengelernt haben. Könnte ich mir jetzt gerade mal vorstellen. Ich mu muss es einfach mal so datumsmäßig auch ein bisschen in den Kopf reinkriegen. Also so Mitte August haben sie sich kennengelernt. Und Mitte September war dann hier dieser Striptease, okay. Und das hier ist jetzt auch am ersten Tag. I am David. What are you gonna do with me? Okay. Ist derselbe Tag, aber er hat andere Klamotten an. Ich muss dann schauen auf die Uhrzeit. Okay. Oder ist die Stripperin oder hier das Camgirl, was wir vorher gesehen haben? Sind das alles immer Konversationen, die David als Ausgangspunkt haben und die anderen sind anders? Hey, honey. Oh, look. Oh, that tooth is gonna fall out any day now. How you doing? That's what we thought. Oh, really? Well, I mean, it was just a nightmare. That's all. Nothing to be scared about. Right? Are you brave? Also der hat ein Kind offenbar, so wie ich das jetzt hier interpretiere. Aber okay, aber am selben Tag hat er andererseits auch hier. Ich weiß nicht, ob das die andere kennengelernt. Das ist interessant auf jeden Fall schon nochmal mit, was mit dem sein Leben abgeht. Yeah, I'm right here. Aber das heißt, weil der hat sich so schnell angezogen, das heißt, vorher war wahrscheinlich seine Freundin oder Frau oder was am Apparat. Und die wollten gerade freaky werden, aber das heißt, der will sie mit der quasi cam-technisch betrügen oder irgendwas in die Richtung. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber da ist auf jeden Fall was Interessantes im Busch. Ja, die Gesichter finde ich übrigens auch immer lustig, die die Leute machen. Wie einfach die Mimik ständig was irgendwie sowas aussagt, was Eigenes. Na komm, ein bisschen vorspulen. Okay, der erzählt jetzt offenbar seine Tochter eine Geschichte. Was war das gerade? Das war vielleicht interessant.
Hä? Okay, also macht er nur Lippenbewegung? Okay, das ist schon ein bisschen lustig. Schauen wir mal. Finde ich auch geil, wie sich das anhört, als würde man hier ein Video in einem Videorekorder vorspulen und nicht, als ob das digital wäre. Aber wenn der nichts sagt und man ja auch vom Gegenpart nichts hört, ist es irgendwie uninteressant, oder? Man kann ruhig ein bisschen vorskippen. Okay. Also Öko David hat Kind? Fragezeichen. Oder eher Fragezeichen, Rufzeichen. Nicht es. Da ist auch nur ein Treffer. Nee, aber er sagt doch gerade. I am David. Nee, ich glaube, der wollte da hier mit einem, mit so einer Kiste, so einem Camgirl freaky werden. Und dann kam in Skype oder was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal Skype, weil ich dadurch nicht durcheinander komme, kommt ein anderer Call rein von seinem Kind, zumindest, wahrscheinlich nicht von Frauenkind, aber zumindest von seinem Kind. Interessant. David! Oh, hey. Nice to see you again. Thank you, yeah. We didn't scare you off. No, not easily scared. It's normally a little busier, but... Well, as you heard, some of our members are at Silver Ridge. Yeah. We shut down the access road for 40 minutes today. I heard about that. You know, I actually been needing to get up there. It's a good way to get a lay of the land. Mm-hmm. Yeah. Go ahead. Help yourself. We'll start back up again in 5 on the Prosper and Push. We're calling shareholders to ask them to invest in the people of the River Valley. Great. Done. Okay. See ya. Thank you. Der ist definitiv ein Ökotyp. Nee, das ist die, aber das heißt Safe Space for. Das ist. Ist es vielleicht eine Schule? Chinese food every single day this week and no luck. Oh, yeah, I thought you would have come by the store to check up on your order. Oh, really? Yeah, it's gonna take a little while. I had to order it from England just to get the perfect copy. Oh, wow, extra authentic. Would you give me some coffee? Yeah. Did you know Pop, he recorded that month? Mm-hmm, and then your namesake mixed it here in LA, so that's been across the pond twice now? You are an expert. You want some milk? No, thanks. Actually, I looked it up when I ordered it for you. Oh, I see. You didn't want me to out-triv you. No. Why didn't you just order it off the internet? It's more fashion. You gotta support your local record store. They turn into Starbucks. Wait, who do you think supplies the coffee here? Stop. It's a community gesture. If I were to, like, just dunk, would that mean I sold out? You like to dunk your cookies? What's up? Would you like to get a drink somewhere? Like right now? No, I mean, like, sometime. Like drink, or like we're gonna call Prosper and Investors boring? I mean, sure, we could call some investors, but I was thinking more of a drink. There's this old man bar in the tavern. They have this jukebox built with Joni Mitchell albums. Yeah, so. Cool. Yeah, I'll call you. I have your number. All right. I gotta catch Sean. So. Go to. Bye. Bye. Okay. Investoren, aber ich glaube eher Kinder. Garten, Fragezeichen, Investoren. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das soll. David! Oh, hey.
Und er wollte gerade mit irgendwem hier anfangen zu reden. Das hier war der 9.8. Das heißt, das war vor dem hier und vor dem und vor dem anderen. Aber hier, es das heißt, ist das ein Bewerbungsvideo oder? Aber warum sagt er dann, I like girl with nice smiles? Würde ja nicht viel Sinn ergeben. Okay. I am David Jones. I'm 28, which is pushing it. Okay. Warum sind hier zweimal Okay. derselbe? Egal. Auf jeden Fall, aber ich hatte ja nur einen Treffer, also ich glaube, das ist irgendwie ein Fehler. Aber das würde bedeuten, dass. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum er hier das Bewerbungsvideo, das verstehe ich noch nicht so ganz. Bewerbungsvideo. Okay. Dann weiter mit dem hier. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir schauen uns einfach das nächste Mal weiter an. Holy fuck, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man hier interessante Mysteries aufdeckt langsam. Wobei Betonung jetzt gerade noch auf sehr langsam ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Telling Lies. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.